Willkommen auf unserem Kanal. Heute haben wir einen unglaublichen Bericht über William Tortorella, der eine Nahtoderfahrung hatte und seine Familie im Himmel fand. Er beschrieb das, was er sah und fühlte, so, dass es unmöglich ist, nicht bewegt zu werden. Seine Geschichte lässt uns auf einzigartige Weise über Leben und Tod nachdenken. Wenn Sie mehr über diese Geschichte und andere ähnliche Erfahrungen erfahren möchten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren. Lasst uns beginnen. Mein Name ist William Tortorella und 1994 hatte ich während der Messe in Tucson, Arizona, an der ich seit Jahren teilnehme, ein fast fatales Erlebnis. Diese Veranstaltung ist die größte Schmuck- und Mineralienmesse der Welt und unser Unternehmen verkaufte Sterling-Silber und Uhren sowie anderen Schmuck. Im Februar verwandelt sich die gesamte Stadt Tucson in ein riesiges Event, mit Anbietern aus der ganzen Welt in jedem Ballsaal und Hotel, viele arbeiten sogar von ihren eigenen Hotelzimmern aus. Menschen aus der ganzen Welt, einschließlich Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Afrika und Asien, kommen zu der Veranstaltung. In diesem Jahr geschah jedoch etwas anderes. Es ging ein schrecklicher Virus um und die Leute wurden ab dem dritten Tag der Show kränker und kränker. Mir ging es jedoch bis zum vierten Tag gut, als ich mit einem geschwollenen Hals und hohem Fieber aufwachte, unfähig zu atmen. Trotzdem habe ich versucht, den ganzen Tag zu arbeiten. Die Dame in der Kabine mir gegenüber brach jedoch am Vortag zusammen. Also beschloss ich am Mittag, mich schrecklich zu fühlen, dass ich sofort ins Krankenhaus musste. Er hatte Atembeschwerden und niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, was das Virus war, da es sich schnell verschlimmerte. Das Krankenhaus war voll, und das Wartezimmer war komplett voll. Als ich gefragt wurde, ob jemand ins medizinische Zentrum gehen möchte, um schneller gesehen zu werden, entschied ich mich zu gehen. Ich wurde sofort mit Sauerstoff und IV-Antibiotika behandelt, da ich Schmerzen und Schwellungen im Hals hatte. Nach ein paar Stunden normalisierte sich mein Sauerstoffgehalt wieder und ich bekam Antibiotika in Tablettenform, die ich zu Hause weiter einnehmen sollte. Mir wurde auch ein Inhalator gegeben, um meine Atmung zu unterstützen, und ich wurde angewiesen, am nächsten Morgen wieder ins Krankenhaus zu gehen, wenn ich mich weiterhin unwohl fühle. Ich kehrte mit großen Schmerzen in mein Hotelzimmer zurück. Ich schwitzte stark vor Fieber, als ich endlich einschlief, da ich eine schlechte Nacht hatte. Als ich jedoch einschlief, fand ich mich in einer Nacht voller Licht und Liebe wieder, die mir den Atem raubte. Ich erinnere mich lebhaft, wie ich meinen Körper durch meine Augen verließ, sah, wie ich ihn verließ. Ich kann fast beschreiben, wie klar und tief dieser Moment war, als ich meinen Körper verließ. Ich hörte buchstäblich meinen letzten Atemzug, als ich darüber schwebte, umgeben von einem wunderschönen fluoreszierenden grünen Nebel, der das Leben auf unbeschreibliche Weise repräsentierte. Als ich über dem Bett schwebte und auf meinen massiven Körper hinunterblickte, wurde mir klar, dass ich es nicht mehr war. Etwas Seltsames geschah mit mir und ich hatte eine erstaunliche himmlische Erfahrung. Ich war bester Laune und fühlte mich von einer Leichtigkeit umarmt, die ich noch nie erlebt hatte. Obwohl ich intensive Liebe fühlte, erkannte ich den Körper auf dem Bett nicht und es wurde mir erklärt, dass der Geist um den Körper herum wartet, um sicherzustellen, dass kein Leben mehr darin ist. An einem bestimmten Punkt kam ein helles Licht hinter mich und ich konnte seinen Lichtstrahl sehen. Ich kann mich nicht erinnern, mich umgedreht zu haben, aber plötzlich wurde ich in ein hübsches Tor hineingezogen, einen Tunnel aus herrlichem Licht. Jetzt, während ich mich immer hektischer durch den Tunnel bewege, fühle ich nur noch Liebe. Die Liebe wächst und intensiviert sich, während ich sie umarme. Die schillernden Farben machen einen Tunnel durch und durch mich und nehmen mir den Atem. Ich fühlte mich, als wäre ich Teil des Lichts selbst und bewegte mich mit Lichtgeschwindigkeit, während die hellen Farben durch mich hindurch und um mich herumzogen. Ich erinnere mich lebhaft daran, in dem, was ich den Himmel nenne, angekommen zu sein. Ich verkündete, ich sei nach Hause zurückgekehrt und dankbar, wieder hier zu sein.
Freunde und Familie waren in dem großen, gut beleuchteten Bereich anwesend, und ich wurde herzlich empfangen. Ich erinnere mich an einen liebenswerten Geist, der auf mich zukam und sich als Antonia, eine meiner Wächterinnen, vorstellte. Sie erklärte mir, dass sie den ganzen Weg nach Hause bei mir war, was mich überraschte, da ich ihre Anwesenheit während meiner schnellen Fahrt nicht bemerkt hatte. So viel Liebe zu spüren war unglaublich, sie sagte, ich sei derjenige, der dich in ihren Körper gebracht und nach Hause gebracht habe. Sie stellte mich ihrer Familie und ihren Freunden vor, und ich gebe zu, ich konnte ihre Anwesenheit spüren. Ich konnte das Licht unseres Herrn fühlen, als sie das sagte, ich konnte fast Jesus fühlen, es war überwältigend. Ich meine, das Gefühl der Liebe war so anders als das, was wir als Menschen gewohnt sind zu fühlen. Ganz anders ist es, wenn wir in geistiger Form sind und ihr Licht und ihre Liebe spüren. Ich könnte es tausendmal sagen, wenn du die intensivste Liebe, die du jemals in deinem Leben gefühlt hast, nimmst und sie ausdehnst, ist es erstaunlich. Dann sagte sie mir, dass ich einen zweiten und dritten Führer hätte. Mein zweiter Führer erschien und ich erkannte sofort seine Stimme. Sie können die Person nicht sehen, weil es keinen Mund gibt, aber sie können telepathisch kommunizieren. Ich konnte seine Stimme in meinem Kopf hören. Mein jüngerer Bruder Peter starb, als ich etwa 14 Jahre alt war. Er war fast 16 Jahre alt, er war mein älterer Bruder. Er war 30, als er an Krebs starb, aber er sagte zu mir, ja, Billy, das ist Peter. Ich war total glücklich, als er das sagte. Da fing ich wieder an, über mein eigenes Leben nachzudenken. Als er mir sagte, es sei Zeit, mein Leben zu überdenken, wurde ich an mein Leben auf der Erde erinnert. Wir sind gerade in eine prächtige Gegend gezogen, die mit prächtigen Kristallsäulen beleuchtet ist. Mein Lebensrückblick war einfach umwerfend. Es fing gleich an, nachdem ich erwähnt hatte, dass ich mich nach einem Lebensrückblick erkündigt hatte. Sie zeigen dir all das Schlechte, das du in deinem Leben getan hast, sowie all das Gute, das du getan hast. Es ist erstaunlich, wie das passiert, denn sobald es anfing, waren wir wieder in voller Körperform. Peter stand jetzt neben mir und ich war in meinem Körper. Er sah jünger aus als ich, er sah aus, als wäre er in den 30ern, als er starb. Ich erinnere mich, dass Peter mir sagte, was ich dagegen tun sollte. Pass jetzt einfach auf, sagte er. Als ich ein Kind war, zeigten sie mir immer Clips aus meinem Leben. Jetzt zeigen sie mir Dinge, die ich in meinem Leben vielleicht nicht so gut gemacht habe. Ich habe nie etwas unverschämt Falsches getan, aber alle Kinder gehen durch die Pubertät und machen hier und da ein paar Fehler. Eine Sache, die ich in meiner ersten Ehe bedauere, war, meine Frau und meinen Sohn zu verlassen, als letzterer gerade 2 Jahre alt war. Ich fühlte und wurde dein Schmerz. Ich erinnere mich, dass dieser Schmerz unerträglich war, er war schrecklich. Davor hatte man mir Dinge gezeigt. Ich habe jahrelang Karate trainiert. Aus Versehen verletzte ich einen Freund, während wir spielten, und ich verletzte ihn versehentlich vor anderen Leuten. Ich konnte die Intensität seiner Emotionen und Einschätzung des Lebens spüren. Das war wunderbar. Sie zeigten mir immer wieder Ereignisse aus meinem ganzen Leben und erreichten den Punkt, an dem ich es nicht mehr ertragen konnte. Bitte nehmen Sie meine Entschuldigung an und verzeihen Sie mir. Am nächsten Tag wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert. Wir besuchten den Arzt und jetzt hörte ich eine Stimme, die sagte, dass sie die gute Seite der Situation zeigen würden. Alles fing wieder an, aber diesmal war es anders. Es begann, als ich ein Kind war und wir nicht reich waren. Wir lebten in Campo Abbott in Brooklyn, New York, wo die Brooklyn Dodgers in den 1930er, 1940er und 1950er Jahren spielten und in den 1960er Jahren nach Los Angeles zogen. Aber jetzt zeigen sie mir, dass ich es mit all meinen Freunden geteilt habe, als meine Mutter mir Geld gab. Ich nahm sie mit ins Kino, kaufte ihnen Popcorn und Limonade und war nie egoistisch.
Seit ich ein Kind war, hielt ich mich nie für egoistisch, wenn es darum ging, anderen zu helfen. Ich war in meinem Leben erfolgreich, aber der wichtigste Teil dieses Rückblicks auf mein Leben ist, als ich Künstler wurde und in einer Werbeagentur in New York arbeitete. Dann zog ich nach Florida, als ich noch jung war, 21 Jahre alt. Ich tat dies, weil es in meinem Bereich keine Arbeit gab und ich den Job wechseln musste. So wurde ich Sanitäter. Ich habe früher für Miami-Dade County gearbeitet und jetzt werden mir Dinge aus meinem Leben als Rettungssanitäter gezeigt. Der Unterschied ist diesmal, dass Peter bei mir war. Ich erinnere mich, dass er es einmal gezeigt hat, als wir einen Anruf bekamen. Wir waren auf dem Weg zu unserer Einheit und auf dem Weg zu unserer Basis, da wir 24 Stunden Schichten hatten, als wir im Radio hörten, dass es einen Notautounfall in der 135. Straße und auf der I-95 North gab, was eine 341 bedeutete I-95 North. Als wir den Anruf hörten, ging ich sofort ans Funkgerät und sagte, wir könnten in weniger als 2 Minuten dort sein, weil wir bereits auf der 95 TH Street und der I-95 in Richtung Norden waren. Infolgedessen stornierten sie eine weitere Einheit. Als wir ankamen, bemerkte ich als erstes einen Lastwagen und ein Auto. Es sieht so aus, als wäre das Auto von hinten mit dem Lastwagen kollidiert. Mein Blick wurde von einem Kind angezogen, einem Jungen, der ungefähr 14 oder 15 Jahre alt war und unkontrolliert auf dem Boden schluchzte. Als ich mit dem Medizinkoffer die Einheit verließ, schrie er, meine Schwester, meine Schwester. Ich sah meinen Partner an und sah, dass der Kopf des Mädchens durch die Windschutzscheibe war und jetzt riesig war. Wir hatten das Glück, direkt am Unfallort zu sein, aber jetzt mussten mein Partner und ich entscheiden, ob wir es aus dem Glas entfernen sollten oder nicht. Wir müssten auf die Feuerwehrautos mit den Mähern warten. Ich sah ihn an und er sah mich an und sagte, Bill, ich denke, wir sollten es nehmen. Ich stimmte zu, als wenn wir noch länger gewartet hätten, wäre sie verblutet. Vorsichtig hob ich sie von der Windschutzscheibe und legte sie auf die Bahre. Ich erinnere mich, dass sie bewusstlos war und sich ein bisschen abmühte, aber sie kam schließlich in die Einheit. Ich hielt ihren Kopf und versuchte, Verbände darum zu wickeln, während ich zu Gott um Hilfe betete. Ich sah Pedro neben mir ankommen und es war fantastisch. Wir brachten das Mädchen direkt ins Generalhospital, das früher als Parkway General bekannt war, und sie wurde direkt operiert. Es war ein schrecklicher Unfall für meinen Partner Danny und mich, aber ich betete jeden Tag für sie. Danny und die anderen Jungs in der Einheit sagten Bill, er solle seine Arbeit nicht mit nach Hause nehmen, aber es war schwer, nicht daran zu denken. Nach einer 24-Stunden-Schicht wollten wir gerade zurück zum Hauptbahnhof, als ich Danny erklärte, dass ich der Typ hinten und er der Fahrer sei. Er arbeitete auch als Sanitäter. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich gerne in das Krankenhaus gehen, wo wir Sie zurückgelassen haben. Es ist wahrscheinlich 5 oder 6 Meilen entfernt, aber Danny stimmte zu. Wir besuchen das Parkway-Hospital und treten durch die Notaufnahme ein. Ich sah auch eine Krankenschwester, die ich kannte, und erwähnte, dass ich ihren Namen vergessen hatte, Anne oder Becky. Ich fragte, was mit der jungen Frau passiert sei, die wir gestern hergebracht hatten, und sie drehte sich zu mir um, als alle annahmen, sie sei tot. Sie fragte, ob ich sie treffen wolle, und mein ganzer Körper kribbelte mit den zu Berge stehenden Achselhaaren. Also brachte sie uns ins Schlafzimmer und da war unser Bruder in der Ecke. Sie saß aufrecht im Bett, ihr ganzer Kopf bandagiert, aber es gab nur kleine Kratzer auf ihrem Gesicht, nicht den abgeschnittenen Haaransatz. Trotzdem verbanden sie seinen ganzen Kopf. Der Bruder sagte ihr, dass ich der Mann war, der ihr Leben gerettet hat. Die Eltern waren auch da, und es war ein freudiger Anlass. Ich fühlte mich fantastisch, und das sind die positiven Dinge, auf die ich in meinem Leben zurückblicke. Und je öfter ich sie besuche, desto mehr gute Dinge passieren. Aufgrund der vielen Dinge,
die ich im Laufe der Jahre als Sanitäter getan habe, und weil diese Informationen lang sind, werde ich sie nicht damit langweilen. Ich hörte jemanden sagen, dass das Gute das Schlechte überwiegt und all die Größe wegfällt und wir wieder in unserer geistigen Form sind. Es sind nur ich, Peter und Antonio, oder vielleicht ist es Antonio oder Peter, ich habe vergessen, wer das gesagt hat. Ihr dritter Wächter ist die Person, die sie ihr ganzes Leben lang mit Wissen und Weisheit versorgt. Er ist die Person neben dir, die dir ins Ohr spricht, und dieses Flüstern ist ein Weg zur richtigen Tür, durch die du gehen musst. Das meinen wir, wenn wir von Intuition sprechen. Sie beschworen Oren, meinen zweiten Wächter, der in Form eines prächtigen Lichtstrahls erschien. Ich betrachtete mich selbst und verwandelte mich von diesem wunderschönen grünen Nebel in diesen großartigen Lichtstrahl. Es war erstaunlich und er fing an, mir Dinge zu erklären, aber er sagte, wir würden es auf eine andere Ebene bringen. Er sagte, wir würden in den Veranstaltungsraum gehen, und ich hatte keine Ahnung, was das war. Peter, Oren und ich betraten den Veranstaltungsraum, der zunächst wie ein großes, hell erleuchtetes Hörsaalgebäude aussah. Ich sagte, dass es für mich wie Kristalle aussehe, und genau das waren sie auch. Wir hoffen, dass Ihnen dieser bewegende Bericht von William Tortorella gefallen hat und dass er wichtige Reflexionen über Leben und Tod gebracht hat. Wenn Ihnen dieser Inhalt gefallen hat und Sie mehr tolle Geschichten wie diese sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie Benachrichtigungen, damit Sie keine neuen Videos verpassen. Hinterlassen Sie auch Ihren Kommentar unten, teilen Sie Ihre Meinung zu dieser Geschichte mit oder erzählen Sie von ähnlichen Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Ihre Teilnahme ist uns sehr wichtig. Bis zum nächsten Video.